Also erstmal herzlich willkommen an alle, die hier sind. Jetzt gibt es einen kleinen Bericht von der zweiten IEEE Signal Intelligence Challenge und anschließend die Preisverleihung, die Siegerehrung. Die IEEE Signal Intelligence Challenge, ich frage mal in die Runde, wer von euch hat alles teilgenommen? Wer hat nicht teilgenommen? Wer ist jetzt hier und weiß eigentlich gar nicht, worum es überhaupt ging? So. Okay, es sind ein paar Leute, das ist cool. Dann macht es auch Sinn, dass ich da kurz was dazu sage. Ich habe gesehen, es gab auf der GPN auch einen Vortrag über Software-Defined Radios. Fand ich ganz cool. Das letztes Jahr waren wir, glaube ich, die Einzigen, die darüber etwas berichtet hatten. Es ist ja so langsam ein Hype. Und was sind überhaupt Software-Defined Radios? Software-Defined Radios sind sozusagen Funkempfänger oder auch Funksender, mit denen wir beliebige Wellen vom Senden und Empfangen können. Die ganze Signalverarbeitung basiert idealerweise dann auf der Software-Seite. Und in der IEEE Student Branch Karlsruhe wollten wir Studenten einfach einen Anreiz bieten, sich mit der Thematik Software-Defined Radio auseinandersetzen und selbst wirklich mal Hand anlegen und verschiedene Signale zu empfangen, zu dekodieren und zu entschlüsseln. Und letztes Jahr haben wir dann die ganze Signal Intelligence Challenge, die jetzt zum zweiten Mal stattgefunden hat, dieses Jahr ins Leben gerufen. Worum ging es dabei? Es wurde über einen Zeitraum von knapp 6 Wochen wurden Signale gesendet an 2 verschiedenen Standorten. Dieses Jahr gab es einen Standort in Karlsruhe und einen Standort in Darmstadt. Letztes Jahr kam die ISCA auf uns zu, die vom SEMO Darmstadt, von der TU Darmstadt ist. Ihr beschäftigt euch dort mit Secure Mobile Communications, also Security auf dem Physical Layer. Sie war ganz begeistert von der Challenge und daraufhin haben wir dann beschlossen, es dieses Jahr gemeinsam zu machen. Deshalb gab es auch dieses Jahr einen Standort in Darmstadt. Hier oben sieht man noch die Koordinaten, an denen die Sender standen. Und im näheren Umfeld dieser Sender war es dann eben möglich, die Signale zu empfangen. Über die Signale war nicht mehr bekannt als das Frequenzband, in dem die Signale ausgestrahlt wurden, in dem Fall 430 bis 440 Megahertz. Weiterhin gab es noch so ein paar Hinweise, das sehen wir gleich, was es so für Signale waren. Die Aufgabe bestand dann darin, die Signale zu empfangen, erstmal zu finden überhaupt, die Signale dann aufzuzeichnen und an den Inhalt zu kommen. In den Signalen waren dann so sogenannte Flags versteckt, also kleine Botschaften, die man einreichen konnte in unser Submission-System und dafür gab es Punkte. Genau. Das Ganze war möglich zum Beispiel mit USRPs, Software-Defined Radios, die schon relativ viel können. Es ist aber auch möglich gewesen mit relativ normalen DVB-T-Sticks. Das ist sozusagen das kleinste Software-Defined Radio, hat einen beschränkten Empfangsbereich und eine beschränkte Bandbreite. Aber durch das Schneiden dieses Bandes in mehrere Teilbänder ist es auch mit so einem ganz günstigen Empfänger für 15 Euro eben möglich, die Signale zu empfangen und sich dann an das Entschlüsseln, Dekodieren und wirklich an den Klartext zu kommen, zu machen. Darüber werden wir nachher noch was hören. Oder? Ich zähle auf euch. Sehr gut. Genau. Schauen wir uns aber mal an, was denn hier für Signale vorhanden waren, indem wir einen Blick auf die Highscore werfen. Ich hoffe mal, das kann man sehen. Okay, farblich ist es nicht ganz ideal, aber ich kann hier so ein paar kleine Dinge anmerken. Das waren also die gesamten Signale, die es tatsächlich zu empfangen gab. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus der Highscore,
nach Beendung der Challenge. Es gab analoge Signale, also wir haben FM-Signale gesendet. Wir hatten ein analoges Videosignal. Es gab digitale Signale, Frequency Shift Keying. Man tastet einfach Frequenzen um. Es gab auch, sag mal, ja, etwas advancedere digitale Signale mit Spreizcodes. Eine ganze bunte Mischung an verschiedensten Signalen. Es gab auch Signale, über die erstmal gar nichts bekannt war. Wenn man die Signale dann empfangen hat, dann ist es die nächste Schwierigkeit, an die Daten zu kommen. Also die Frage, wie sind die Daten kodiert? Und teilweise waren auch Verschlüsselungsmechanismen drin, bis man wirklich an den Klartext kam. Auch, ja, genau, die Julia Hesse ist jetzt nicht da. Wir hatten noch einen dritten Partner außer Darmstadt, die Student Branch Karlsruhe. Das war das Krypto-Institut von den Informatikern. Die haben uns ein paar Ideen gegeben, zum Signale auch verschlüsseln. Erstaunlicherweise, letztes Jahr, glaube ich, hatte das Siegerteam knapp die Hälfte der gesamten Punkte. Dieses Jahr, man muss auch sagen, das Siegerteam ist dasselbe wie letztes Jahr. Ich weiß nicht, wir werden nachher noch interviewen, ob das einfacher gemacht hat. Dieses Jahr wurde wirklich fast alles gelöst. Zeigt zum einen, dass wir zumindest beim Signal erstellen keinen ganz großen Mist gebaut haben, aber zum anderen auch, dass es tatsächlich, wenn es auch anfängt, schwer aussieht, mit einigem Aufwand möglich ist. Okay, so viel erstmal zu der, worum es überhaupt ging und was zu tun war. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Da willst du noch irgendwas anmerken, Jiska? Nicht viel. Also im Prinzip war halt unsere Idee, dass wir den Studenten eben die Chance geben. Wir haben auch eine Vorlesung inzwischen, die so ein bisschen Grundlagen und Nachverarbeitung macht. Aber es ist natürlich immer besser, wenn man nochmal so einen Preis gewinnen kann und das freiwillig macht und ein bisschen IT-Security-Wissen auch noch einbringen kann. Und ja, war schön. Genau, also man muss auch noch mal einen Rückblick werfen auf letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr waren genau zwei Teams hier. Es waren aber auch nur zwei Teams hier auf der Liste. Dieses Jahr, okay, es sind hier, glaube ich, über 10 Teams angemeldet. Im Endeffekt haben 6 Teams tatsächlich auch Einreichungen gemacht, aber immerhin eine Steigerung von 300%. Ich fand das super, hat mich echt auch bei dem Vortreffen, wo es nochmal um das Erklärung des ganzen Regenwerk ging, sehr, sehr gefreut. Und genau wie auch in Darmstadt war auch bei uns in Karlsruhe der Ansatz wirklich, wir wollen Studenten Anreize schaffen, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Ich war begeistert. Dank an alle Teams, alle, die jetzt da sind, alle, die auch nicht da sind. Ihr habt wirklich gezeigt, dass der Wettbewerb interessant ist und wir wollen den auch weiterführen, aber ich will jetzt gar nicht mehr euch lange hinhalten, sondern ich würde sagen, dass wir dann zur Siegerehrung übergehen. Es ist ganz cool, dass hier die Namen nicht stehen, aber auf dem Bildschirm schon, das steigert die Spannung ein bisschen. Wir fangen von hinten an. Auf den 6. Platz ist das Team Bernd und David gekommen. Sind Bernd und David hier? Ja, großartige Leistung. Okay. Urkunde gibt es leider nicht. Ja. Also herzlichen Glückwunsch. Ihr wart dabei, ihr habt auch ein Signal gelöst. Damit ihr weitermachen könnt, gibt es für euch 2 DVB-T-Sticks, die auf jeden Fall funktionieren sollten mit GNU Radio und auch mit den anderen, also diesen RTL-Chip haben die drauf, damit könnt ihr empfangen. Und um das Ganze
noch etwas theoretisch vielleicht fundierter zu betrachten, ein Buch von unserem Sponsor Rode und Schwarz über die Grundlagen der Spektralanalyse. Ganz großer Applaus für Frank und Frank. Bleibt gerade mal hier. Ist das Team Poonies hier? Okay, ich glaube, das sind Darmstädter. Für die gibt's dasselbe. Sex und Theorie. Genau, dann gebe ich dir das einfach mal stellvertretend. Einfach. Ich will dazu sagen, 10 oder 11 Punkte klingt zwar nicht viel, aber man muss dafür schon mal ein ganzes SDR-Setup am Laufen haben. Und ich glaube, dass, wenn man das noch nie gemacht hat, ist schon alleine das ziemlich viel Zeit. Ja, hat man das verstehen. Setup, ja, wir haben eigentlich mit dem, was an der Einführungsveranstaltung vorgestellt wurde, grundlegend gearbeitet, ein bisschen feiner, sage ich mal, aber da muss ja nicht viel mehr machen. Wir sind dann eher dann, wir hatten gehofft, dass wir noch weiterkommen in den anderen Frequenzen, aber da hat uns dann doch die Praxis gefehlt, einfach tatsächlich da voranzukommen. Also die grobe Theorie boosten wir so, aber dann hat tatsächlich, wenn man das umsetzt, war dann doch zu schwierig für uns. Also nachher gibt es bestimmt auch noch Gelegenheit, mit anderen Teams zu reden. Jetzt ist ja auch die Challenge vorbei, vielleicht gibt es da die einen oder anderen Tipps. Aber du hast natürlich vollkommen recht, überhaupt erstmal das zum Laufen zu kriegen und anzufangen. Die Einstiegshürde ist relativ hoch, muss man sagen. Okay, dann kommen wir zum vierten Platz. Das Team Authenticat. Sind Teammitglieder von Authenticat hier? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, die sind auch aus Darmstadt. Auch für die gibt es uns ein großes Preispaket. Aber wir klären das nachher nochmal, woher die wirklich sind. Gut, dann kommen wir zum dritten Platz. Den dritten Platz hat das Team, hat ein Team erreicht. Insgesamt sind die auf 81 Punkte gekommen. Man sieht, die haben sich auf jeden Fall die analogen Signale gekrallt. Die Challenge 1, das war ein Morse-Code. Und noch ein Wi-Fi-WP-Keyword zu knacken. Das Team auf dem dritten Platz ist das Team Authenticat. Cypher Tank. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr wart zu zweit oder zu viert? Nee, eigentlich zu viert. Okay. War allerdings so ein bisschen gespalten bei uns. Also ich habe tatsächlich zweimal Teamkameraden gar nicht kennengelernt. Ich war dann nur beim WLAN-Knacken dabei. Das Analog haben wir nicht gemacht. Wir haben auch irgendwie so viele Signale bekommen, wo wir dann quasi weitermachen konnten. Also es war so, zwei von uns waren Informatiker, die da hauptsächlich das Kryptozeug beherrscht haben. Und dann hat es an den Signalen gescheitert, um quasi dann weitermachen zu können. Okay. War ein bisschen schade. Na gut, aber interessante Konstellation. Für euch gibt es auf jeden Fall erstmal eine Urkunde. Ist es nicht? Ich glaube nicht. Johannes Demel, Jonas Krämer, Julian Wetzel und Kai Hiller. Genau, das bin ich, Kai Hiller. Alles klar. Bitte schön, die Urkunde. Auch für euer Team gibt es nochmal Theorie. Ja, genau. Gibt auch noch ein bisschen was zum Verzehr. Oh, schön. Okay, ich glaube, ich habe die andere Kiste mit den Sticks gerade nicht hier. Kommt nochmal auf mich zu. Es gibt dann auch für jeden einen Stick. Okay. Genau. Das ist der gute Platz. Herzlichen Glückwunsch. Bleib auch gerade nach vorne. Dann auf dem zweiten Platz eine fulminante Aufholjagd. Ein Team, das am Anfang lange Zeit, weiß ich nicht, mit 10 oder sogar 0 Punkten, 0 unterwegs war. Am letzten Tag haben sie sich dann auf den zweiten Platz vorgekämpft, 100 Punkte erreicht, alle analogen Signale
den WP-Key geknackt. Ja, ich würde sagen, starke Leistung. Von Anfang an so wäre es vielleicht auch der erste Platz geworden. Bitte hier vor das Team Aluhüte, passend gekleidet. Ihr seid zu zweit. Ja, eigentlich sind wir zu dritt. Ja, nur Markus Freitag und Fabian Dessen hier. Genau, der Markus Freitag ist nicht da. Okay. Genau. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Glückwunsch. Die Urkunde. Mhm. Erzählt mal von eurer Aufgabe. Ja, wie war das? Also eigentlich hat mich ein Kumpel angerufen, irgendwann am Dienstag oder so. Hat gemeint, ob ich zu Gulasch programmieren hat kommen. Meinte ich, heute ist ja ein Monat oder so. Meinte er, nee, das ist doch dieses Wochenende. Und dann ist uns eingefallen, dass wir die Challenge mal anpacken sollten. Ich hatte davor nicht so viel Zeit, nicht in den Shop und sonstigen. Ja, und dann haben wir mal angefangen und uns rangemacht. Wir haben sozusagen vor Programmiersession gemacht, vor der GPN. Ja, und am Donnerstag haben wir quasi losgelegt. Ich habe am Mittwochabend schon ein bisschen geschaut, habe ich gesehen. Alle Flex, die wir eingereicht haben, haben wir am Donnerstag eingereicht. Ja, klar. Einer am Freitag noch. Aber ja, ja, spätabends dann. Aber ich habe gekauft, selbst mit 10 Punkten weniger Wette immer noch. Genau, das war die FM2. Ach ja, gerade so vor dem Team Cypher Tank. Sorry. Habt ihr euch vielleicht schon in Sicherheit gewühlt und gedacht, na, jetzt muss man ran. Es war ja echt das letzte Kampf. In letzter Minute, wenn man sich wirklich ranmacht. Ich habe den ganzen Tag durch. Nach 3 Uhr mittags bis 2 Uhr nachts. Ja, genau. Okay. Ja, ihr habt gesehen, ich kam dann so reingeputzt in die ganzen Einreichungen. Ja. Aber super. Wir sind dann noch extra nochmal hingefahren. Da hatten wir, glaube ich, gerade 60 Punkte oder so. Wir sind hingefahren und haben da den Morse-Code gefunden. Und der hat uns ja auch noch an den Campus geschickt. Das war dann eh ganz lustig. Dann waren wir eh wieder unterwegs und da haben wir das WP noch geknackt. Ja, okay. Ihr seid Elektrotechniker, Informatiker? E-Technik, ja. Okay. Alles klar, ja, super. Sticks, genau, ich glaube, das mit da, die gehen am besten nach Darmstadt, sonst ist es blöd mit irgendwie schicken. Kommt einfach bei uns am Institut vorbei nächste Woche, dann gibt es noch die vergessenen Sticks. Ja. Großen Applaus nochmal für die Aufstellung. Stimmt, ihr kriegt auch noch. Ah, ich sehe hier so ein neues Face aufgezaubert. Einer. Okay. Also nach so einer anstrengenden Programmiernacht würde ich sagen. Gibt es hier auch noch Verzehr? Gutscheine. Danke. Gutscheine. Dann nehmen wir den. Achso, der das noch. Ist jetzt Problem. Ja, oder? Genau. Aber was man auch noch sagen kann, wir haben dann ja am Donnerstag uns eben rangemacht, das ganze Zeug zu entschlüsseln. Und leider wäre nämlich am Donnerstagabend ein Aluhut-Bastelkurs hier in der GPN gewesen. Den haben wir dann aber leider nicht mehr geschafft. Der war, glaube ich, um 5 vor 12, aber da waren wir noch fleißig am Schaffen. Beziehungsweise haben wir uns endlich mal was zu essen gegönnt. Aber hier haben wir dann verpasst, aber dann trotzdem ein bisschen was hinbekommen. Okay, das gibt's heute. Das heißt, das ist jetzt der improvisierte Situation. Genau, nicht nach Bastwende, finde ich. Ohne Kurs. Alles klar. Okay, dann kommen wir zum ersten Platz. 228 Punkte. Wir gucken eher mal darauf, was nicht gelöst wurde. OFDM. Sicherlich ein schwieriges Signal. Einige Parameter, die Anzahl der Unterträger, die Samplerate, das Modulationsverfahren auf jeden Unterträger ist sicherlich etwas schwierig, da ohne Vorwissen ranzukommen. Vielleicht kann das Team selbst noch was dazu sagen. Genau, hier ist das zweite OFDM-Challenge, die nicht gelöst wurde. Und dann noch die Challenge 2. sagt jemand PSK was? Wer hat schon mal von dem Phase Shift Keying Modulationsverfahren gehört? Ja, was sind da so bekannte Zahlen? PSK
Genau, 2 für 8. Hierbei hat es sich um eine PSK 31 gehandelt. Dazu braucht natürlich auch ein gewisses SNR, um das überhaupt entschlüsseln oder ja dekodieren zu können. Aber abgesehen davon, alles gelöst, auch die digitalen Signale. Ja, ich bitte zu mir vor das Team FFT Juhe, ein ganz großer Applaus schon mal. Herzlichen Glückwunsch. Mit den Urkunden, genau, die werde ich noch unterschreiben. Nachher einfach nochmal kurz hier hin. Das ist mir gerade aufgefallen. Ja, genau, ihr seid ja hier schon ein bekanntes Gesicht. Wer das Video von letztem Jahr anschaut, der wird die Jungs wiedererkennen. Ihr habt letztes Jahr auch mitgemacht. Ihr habt auch den Wettbewerb letztes Jahr gewonnen. Hat es euch geholfen, das Vorwissen von letztem Jahr? Erzählt doch einfach mal kurz, wie es euch dieses Jahr ging. Und ja, ihr hattet ja vielleicht auch so einen kleinen Vorteil im Vergleich zu anderen Teams. Ja, also das war auf jeden Fall ein Vorteil, dass wir schon letztes Jahr dabei waren. Wir wussten sozusagen, was uns erwarten wird. Außerdem sind wir schon ein eingespieltes Team dadurch, dass wir letztes Jahr schon hier waren. Haben auch schon ein bisschen was mit Software Radio gemacht, auch in der Bachelorarbeit und so weiter. Und ja, letztes Jahr haben wir circa die Hälfte der Punkte gelöst. Dieses Jahr war es ein bisschen mehr. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir jetzt halt schon Master sind und auch ziemlich viele nachrichtentechnische Vorlesungen hören. Und deswegen einfach mit mehr Sachen was anfangen können und das auch umsetzen können. Ja. Letztes Jahr, also man muss sagen, die Signale, wir haben komplett neue Signale dieses Jahr erzeugt. Das heißt, es ist nicht so, dass die gleichen Rätsel wieder aufgewärmt werden, dann wäre es wirklich irgendwie wettbewerbsverzerrend, aber genau, es waren alles neue Signale. Im Gegensatz zu letztes Jahr gab es dieses Jahr schon so ein paar Tipps a priori. Wie hat das euch denn geholfen? Also die Tipps, die ich meine, sind einfach hier so die Überschriften. Man sieht hier, okay, es gibt irgendein FSK 27 Signal, es gibt ein DSS Signal. Hat es euch geholfen oder? Ja, teilweise. Also wenn man mal das Modulationsverfahren erkannt hat, dann wusste man, wie die Verschlüsselung in etwa aussieht. Also zum Beispiel bei dem Spectrum Spaying, das ist Silkshift ist, da ist man dann ziemlich schnell draufgekommen. Wir wären wahrscheinlich auch so draufgekommen, aber dann ging es dann schneller. Und auch bei dem XOR, das war glaube ich ein CPC-Motor oder sowas, ja, ging dann einfach schneller so. Okay. Entschlüsseln. Weniger durchprobieren. Ja, man muss dazu sagen, es war eigentlich nicht beabsichtigt, dass hier oben mehr steht als die Challenge-Nummer und das Level. Das ist durch eine Übernahme von einer anderen Tabelle in die Datenbank passiert. Dann war es schon da, die ersten Teams hatten sich schon eingeloggt, dann konnten wir es auch nicht mehr wegmachen. Der einzige Fehler war, dass ich im Wüsten saß, Seiferseits hatte, deswegen das verpeilt hatte. Meine Challenges kamen später rein. Das sind die letzten Challenges, genau. 1, 2 und 3. Deswegen sind die korrekt. Deswegen gab es dann noch wirklich ein paar, die wirklich so no a priori information waren. Naja, nächstes Jahr wird es also wieder eine Nummer härter, keine a priori Information. Letztes Jahr haben wir stattdessen während der Challenge 2x Tipps rausgegeben, wo wir gesehen haben, ein paar Sachen, da kommt einfach keiner drauf. Dieses Jahr war das, ja logischerweise nicht nötig. Ihr kriegt den Hauptpreis. Es ist alles noch schön verpackt hier in der Kiste. Es steht drauf Ethos Research, unser Hauptsponsor. Es handelt sich um ein Software-Defined Radio des Typs B210. Ihr habt eins letztes Jahr schon mal gewonnen. Also es ist wirklich ein mächtiges Gerät. Man kann Signale empfangen zwischen 50 MHz und 6 GHz. Es ist bus-powered, man kann also im Laptop irgendwie rumfahren und empfangen und man kann auch senden. Was habt ihr damit vor? Also erstmal, bitteschön. Jetzt bekommt Sebastian. Jetzt habt ihr zwei. Baut ihr irgendwelche Funklinks über Karlsruhe auf oder was sind die Pläne? Genau, also wir haben eigentlich schon einen Plan, was wir machen wollen. So wollen wir ein digitales Funkgerät mit Verschlüsselung erstmal angehen. Von USRP zu USRP. Okay. Damit zu mir. Bin ich mal gespannt, wie das vorangehen wird. Auch ihr kriegt noch
vielleicht, ich weiß nicht, ob es überhaupt notwendig ist, aber es schadet nie, so ein bisschen Theorie im Schrank stehen zu haben. Jetzt bin ich verwirrt. Das sind 6, aber es sind nur 2 Menschen. Es gibt auf jeden Fall auch noch hier Verzehr. Genau, doch. Ich glaube, wir haben hier einfach, dann müssen wir selber auch noch was zum Bier trinken gehen. Also ein ganz großer Applaus für die Sieger und auch für alle anderen, die teilgenommen haben, auch für die, die jetzt nicht da sind, die können sich das Video ja angucken. Deshalb auch nochmal für alle Teilnehmer einen großen Applaus. Glaube, ich habe mich am Anfang vergessen vorzustellen. Ich möchte jetzt nochmal bei ein paar Leuten mich ganz herzlich bedanken. Zum ersten ist der Martin Braun, der letztes Jahr noch hier stand an meiner Stelle und die Siegerehrung gemacht hat. Der Martin Braun war ein Kollege von mir und ist jetzt bei Ethos Research. Dank ihm konnten wir Ethos als Hauptsponsor gewinnen. Auf ihn geht auch überhaupt die Idee dieser Challenge zurück und er steht immer noch mit Rat und Tat zur Seite. Also erstmal einen großen Dank an Martin Braun. Dann will ich mich auch noch bei der ISCA bedanken für die Zusammenarbeit in der Darmstadt. Ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr wieder machen können. Fand es wirklich gut, so irgendwie gab mal neue Ideen. Dank euch haben wir auch jetzt dieses Jahr mit so einem Submission-System arbeiten können. Das hat alles der Matthias gemacht. Genau, und der Matthias, der Kollege, auch an den herzlichen Dank. Genau, einfach mal Dank an die Darmstädter Fraktion. Genau, auch sicherlich fast die Hälfte der Signale gebaut haben. Das ist auch nicht zu unterschätzen, man muss sich erstmal die Ideen sammeln, das Ganze dann umsetzen, testen, weil so ein ungetestetes Signal, das dann keiner lösen kann, das ist auch irgendwie witzlos. Genau, und dann last but not least, Sebastian ist da als Vertreter, komm auch kurz vor, Vertreter meiner Kollegen, genau, der Leute von der IEEE Student Branch Karlsruhe. Ja, vielen Dank auch noch. Auf ihn geht der, er hat den Code, um den Sender zu betreiben, geschrieben und auch Signale gebaut. Genauso wie der Felix Wunsch, der jetzt gerade nicht da ist, der Ralf Tanburgi, Noah Elgemayel und der Ankit Kauschik. Also auch an die Leute aus Karlsruhe, die Signale gebaut haben. Herzliches Dankeschön. Eine Dame habe ich jetzt noch vergessen, die Julia Hesse, die von dem Krypto-Institut in Karlsruhe, die konnte leider nicht herkommen. Ich sage mal so in die Kamera, auch Julia, herzliches Dankeschön für deine Ideen hinsichtlich der Krypto. Okay, in der Hoffnung, dass ich jetzt niemanden vergessen habe, dürft ihr alle gern wieder Platz nehmen, außer die beiden Menschen mit dem grünen T-Shirt. Ihr habt noch ein bisschen was vorbereitet, einfach mal so einen Einblick zu geben, wie das denn von Teilnehmerseite aus aussieht, so ein Signal zu finden, zu empfangen, zu dekodieren und zu entschlüsseln. Das heißt, ich übergebe jetzt das Wort an euch. Wenn ihr habt ihr einen Laptop dabei? Ja, dann bauen wir kurz um. In 2-3 Minuten geht's weiter.
Kannst du? Okay, hi. Ja, nach dieser geplanten Pause, in der ihr euch über die Challenge unterhalten konntet, geht's jetzt weiter mit der Siegerpräsentation von uns. Zuerst mal will ich darauf eingehen, was wir eigentlich so alles benutzt. Ah, man kann es lesen, sehr gut. Benutzt haben, zum einen als Hardware das Etos USRP B210, also das, was wir letztes Jahr hier gewonnen haben. Das haben wir auch gleich bei dieser Challenge eingesetzt. Holen wir die Antenne. Das Problem war, dass wir keine passende Antenne für den Funkbereich hatten. Da haben wir uns kurzerhand selber eine gebastelt. Genau, die sieht man hier. Und mit der konnten wir super alle Funksignale empfangen. Das war das Beste. Alles andere war schlechter. Softwaremäßig haben wir GNU Radio 3.7 benutzt. Das ist das wohl bekannteste Software-Defined Radio Framework. GQRX, das ist so ein Aufsatz für GNU Radio. MATLAB und Simulink zur Signalanalyse. Und als Betriebssysteme Ubuntu und Mac OS X. Ja, okay, die Seite haben wir schon gesehen. Dort konnte man die Punkte einreichen. Ziel der Challenge war es, nochmal ganz kurz zusammengefasst, aus Funksignalen Informationen zu extrahieren. Durch Demodulation, Dekodierung und eventuell Entschlüsselung. Die Information war dann in Form sogenannter Flags, das waren einfach Zeichenketten, vorhanden und die konnte man auf der Webseite einreichen und man hat direkt die Punkte gut geschrieben bekommen. Außerdem hat die Orga, wie man hier oben sieht, zwei Dateien zur Verfügung gestellt, die beim Lösen der Challenges wichtig waren. Okay, und jetzt wollen wir mal auf zwei Signale eingehen, die wir geknackt haben. Wir fangen mal mit dem ein, das hier jetzt markiert ist, und wir sagen jetzt bewusst nicht, um was es sich handelt. Ja. Ich muss vielleicht nicht sagen, was das heißt. Genau, was ist das hier? Das ist ein Ausschnitt des Spektrums von 430 bis 440 MHz in GQRX. Und hier oben sieht man einfach die FFT und darunter ist der sogenannte Waterfall Plot, also Frequenz über Zeit. Ja. Okay, lass weitermachen. Also wie gesagt, dieses Signal hier, das rot eingekesselt ist, das haben wir uns mal näher angeschaut, das haben wir ins Basisband runtergemischt mit GNU Radio und gefiltert. Und dann haben wir uns hier das Zeitsignal angeschaut, das ist rangezoomt mit MATLAB. Die ganze Signalverarbeitung haben wir eigentlich in MATLAB gemacht. Ja, und hier sieht man eine Art Pulsformung. Das Blaue, das ist die Amplitude und das Rote ist die Phase. Und man sieht, dass die Phase immer Sprünge um Pi hat. Und bei diesen Sprüngen gibt es Amplitudeneinbrüche. Und das ist einfach BPSK moduliert. Genau. Die Symbollänge konnten wir dann direkt ablesen. Das waren 8 Mikrosekunden. Ja, das Problem war hier, dass es nicht frequenzsynchronisiert ist. Man sieht ja hier, dass die eine Phase nicht genau bei 0 ist und bei Pi, wie es eigentlich bei BPSK sein soll, sondern eben ein bisschen verschoben und sich das über die Zeit auch ändert. Das sieht man jetzt nicht, weil der Ausschnitt zu klein ist. Glücklicherweise hat MATLAB eine Funktion, die heißt Carrier Synchronization. Da sagt man einfach, es ist BPSK und man gibt ja die Symbollänge und dann macht es das alles. Muss man gar nichts mehr machen. Der nächste Punkt ist hier die richtigen Abtastzeitpunkte, also die Symbolsynchronisation hinzukriegen. Auch das kann MATLAB, da gibt es eine Funktion Symbolsynchronization. Und es spuckt dann einfach die Symbole aus, also tastet dann hier ab, hier, 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 genau. Und wenn man das macht, dann kommen am Schluss Bits raus. Und zwar die hier. Ja, genau. Johannes, willst du die mal vorlesen kurz? Nee. Da weiß man erstmal nicht, was man machen soll, aber es ist eigentlich ganz einfach. Es ist nämlich einfach eine ASCII-Kodierung. Da muss man das richtige Raster finden. Also es gibt 8 Möglichkeiten. Und wenn man das macht, kommt man auf das hier. Und hier sieht man zum einen die Flag, die wiederholt übertragen wird. Das ist dieses @IEEE. Dann dieses Zitat aus Matrix und noch etwas gegen Brute Force. Genau, das wird eben wiederholt übertragen und dann gibt es zwischendrin noch, wie soll man sagen, andere Symbole, ASCII-Symbole, die eben nicht darstellbar sind. Und wenn man sich das genau anschaut,
sind gerade die Bits hier umgedreht. Also das ist auch dieses Flag, nur sind die Bits hier umgedreht. Komm hier drauf drücken. Von hier bis hier hinten eben. Genau. Das war die erste Flag und dann gab es bei der Challenge noch eine zweite Flag. Und wenn man darauf kommt, sagt jetzt wieder Sebastian. Ja, und jetzt kann man es eigentlich sagen, es handelt sich um das Spreitsignal, wo Johannes vorhin schon erwähnt hat. Und wenn man dann mal versucht, den Text, den wir gerade gezeigt haben, mit der Flag zu entspreizen, dann kommt man eben auf dieses Ergebnis her. Es ist erstmal ziemlich verwirrend und tatsächlich haben wir auch fast nichts benutzt für die Challenge jetzt, was hier steht. Bis auf den Hinweis ganz oben, MD5. Was wir jetzt weiter gemacht haben, ich habe vorhin gesagt, die Orga hat zwei Dateien zur Verfügung gestellt und der eine war der sogenannte Trinity's Public Key. So einfach eine Textdatei, in der 256 mal 32 Bytes aufgeschrieben waren. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, eine MD5-Summe ist normalerweise auch 32 Byte lang. Bilden wir doch einfach mal die MD5-Summen aller Bigramme, die hier übertragen wurden. Wenn man das macht dann und mit der Trinity's Public Key vergleicht, dann kommt man tatsächlich drauf, dass alle errechneten MD5-Summen in Trinity's Public Key vorkommen. Wenn man dann die Bigramme nach dem Vorkommen ihrer zugehörigen MD5-Summen aus der Datei anordnet, dann führt es auf diesen Text. Die Leerzeichen entstehen durch MD5-Summen, die nicht durch die Bigramme abgedeckt waren. Und in dem Kauderwelsch erkennt man auch teilweise sinnvollen Text, IEEE, Guns, Lots of Guns und wieder ein Brute Force String. Wenn man das aneinander reiht, erhält man dann die zweite Flag, Guns, Lots of Guns. Da haben wir ein bisschen rumprobiert. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war. Ich glaube nicht. Ja. Alles klar. Hast du wieder weiter? Okay, dann noch ein zweites Signal. Das ist das hier. Das haben wir auch wieder runtergemischt und uns dann das Zeitsignal angeschaut. Das ist weg. Dass man es nicht mehr... Ah doch, hier. Dauert eine Weile, bis es geladen ist. Genau. Das ist nur die Amplitude jetzt. Und wenn man das mal genauer anschaut, dann sieht man hier... Pulse, kurze Pulse und lange Pulse und kurze Pausen und lange Pausen. Und da kann man sich schon denken, was es ist. Also hier hat man jetzt kurz, kurz, Pause, kurz, Pause, kurz, Pause und so weiter. Dann kommt man eben ziemlich schnell drauf, dass es ein Morse-Code ist, also On-Off-Keying im Prinzip. Und da haben wir, glaube ich, einen kleinen Demodulator gebaut, wo einfach das abtastet und dann schaut, also mit MATLAB, wie diese Pulse waren, wo die lagen. Und da kommt man eben auf das hier. Genau, und das übersetzt man dann in Text. Und dann kommt man darauf. Genau, das ist der Morse-Code einfach übersetzt. Und da sieht man schon die erste Flag. @IEEE @WhiteRabbit. Und außerdem steht da noch eine Zahlenfolge drin, die verdächtig nach Koordinaten aussieht. Wenn man die Koordinaten mal in Google Maps eingibt, dann kommt man hier hin. Kennt jeder das, was man hier sieht? Das ist der Campus Süd, der Uni Karlsruhe. Hier unten ist die Haltestelle Durlacher Tor. Und direkt daneben waren die Koordinaten für diese Challenge. Außerdem stand noch als Hinweis Search for Wi-Fi dort. Also sind wir dorthin gegangen, haben nach einem WLAN-Access-Point gesucht und tatsächlich einen namens IEEE Trinity gefunden, was dann auch die zweite Flag war. Der Access-Point war WEP geschützt und den konnten wir einfach mit dem Tool AircrackNG knacken. Das einzige Problem war noch, dass in dem WLAN an sich keine Clients vorhanden waren, sondern nur der Access-Point selbst. Dadurch wurden fast keine Pakete gesendet, was ein Problem für das Knacken des Schlüssels darstellt. Denn dafür braucht man, man sieht es hier, wir haben jetzt über 12.000 Pakete gebraucht. Ja, und deswegen haben wir uns mit einem Tool, PacketForge oder so ähnlich, mit dem WLAN authentifiziert und dann einfach Pakete generiert. Also im Prinzip haben wir es nach einem Tutorial gemacht und dann hat es einfach geklappt. Ja, genau.
Ja, und so haben wir halt von 2 Pakete pro Minute zu mehrere 100 Pakete pro Sekunde generieren können. Die haben wir alle abgefangen und mit dem Tool konnte man dann den Key daraus knacken. Smith war der WEP-Key und das war dann auch die dritte Flag, die man einreichen konnte in dieser Challenge. Ja, das war's von unserer Seite. Ich möchte nochmal der Orga hier danken. Das war wieder eine super Challenge. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, man hat am Anfang auch gemerkt, wir haben ziemlich gesuchtet. Hat ziemlich Spaß gemacht und ja, wir freuen uns auf nächstes Jahr. Dankeschön. Ja, gerne. Mit dem MD5-Fest, da kannst du dann vielleicht nochmal mit dir Skat drüber reden. Ja, und in den WLAN sollten eigentlich auch Pakete gesendet werden, aber eigentlich auch umso interessanter, wie man es knackt, ohne dass das Clients drin sind. Das heißt aber, auch euer AP hat keine Pakete gesendet? Wir haben gesendet. Sonst geht es gar nicht. Aber wenn man, also das Problem ist, dass man nicht irgendwelche Pakete braucht, sondern man braucht Initialisierungsvektoren, die am Anfang stehen. Ja. Die werden nicht jedes Mal neu generiert, weil jeder Art von Paket, sondern was wir eigentlich haben, müssen ERP-Requests. Und ja, genau, von denen will man viele. Und davon kann man aber sich selbst eins bauen, wenn man überhaupt Daten aufzeichnen kann. Da kriegt man dann über einen Job-Shop-Angriff, die beispielsweise, also der hat bei uns funktioniert. Für uns auch. Die nötigen Daten, um sich selbst so ein Paket zu bauen, obwohl man eigentlich noch gar nicht den Schlüssel hat. Und das kann man halt immer wieder initiieren. Und bei jeder Antwort, also der Access Point, der muss ja dann gut fragen, wer hat diese IP hier in meinem Netzwerk. Da war ich dann jedes Mal meinen Initialisierungsvektor dran und dafür kann man sich so viel übermitteln. Aber ganz ohne Pakete geht es nicht. Okay. Ja, ich habe das dann auch probiert, also weil ich auch schon mich darauf eingestellt habe, dass wir Job machen müssen und so. Fragmentation-Zeug gibt es dann ja auch noch, was irgendwie auch manchmal funktioniert, ja nach AP. Aber bei uns wurde wohl gesendet. Also ich hatte da Aerodump laufen nebenher und hat dann gemacht, oh, Unmengen Data. Also bei uns hat das dann wohl funktioniert. Das war erst letzten Donnerstag. Wahrscheinlich hat es bis davor wohl das mit den Übertragungen nicht so richtig funktioniert. Also in dem WLAN war nämlich noch ein anderer Client, also IP-Adresse.20. Der war, also waren alle Ports closed und ich hatte die Vermutung, dass der regelmäßig von der Fritzbox, von dem USB-Stick, dieses Ubuntu ISO-Image runterlädt und somit halt Data generiert. Das war meine Vermutung, wusste ich jetzt nicht, aber das hat auf jeden Fall gegeben. So war es oft, das war das Setup. Also da ein Client drin, der immer wieder von dem File-Server Daten gezogen hat. Das nächste Mal, gebt uns keine Schaltfläche, sonst können wir das Image löschen. Danke. Schön, dass ihr es nicht gemacht habt. Okay. Ja, dann glaube ich, die Zeit ist um von unserem Slot. Herzlichen Dank nochmal an alle fürs Kommen. Falls irgendwie Leute hier sind oder Leute das sehen, die vielleicht sagen, hey, das ist eine coole Idee, sowas könnte man auch bei uns in München oder wo auch immer machen, kontaktiert uns. Vielleicht können wir das ja nächstes Jahr nochmal ein bisschen größer aufziehen, an mehr Orten gleichzeitig veranstalten. Es soll auf jeden Fall eine weitere Challenge, die dritte dann 2016 geben. Bis dahin viel Spaß den Gewinnern mit ihren Preisen und ja, danke allen fürs Zuhören und fürs Kommen.